Und ein herzliches Willkommen zurück zu 18 Uhr Ausgabe von DayZ. Bin froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um das Ganze mitzuverfolgen, wie wir uns auf dem Weg zum russischen Flughafen schlagen. In der letzten Folge sind wir ja wieder in Sonitschi an unserem letzten Auslogpunkt eingestiegen im Holzhaus, haben unseren Ghillie-Suit endlich mal gefunden. Zum ersten Mal nach 100 Folgen einen Ghillie-Suit. Ist echt wunderbar. Eine Winchester, die wir so ja, schon oft gesehen haben. Und ein bisschen Fleisch haben wir auch mitgenommen, 5 Stück an der Zahl. Sollte für den ersten Moment reichen. Problem ist, kein Streichholz. Ja, ohne das können wir kein Fleisch braten, außer wir finden eine Tonne. Und hätten es wieder eine Scheune, wie ich sehe. Tja, ob ich da reingehen sollte? Ach komm, wir gehen einfach mal rein. Schaden tut's nicht. Die Sonne geht langsam, aber sicher unter auf dem Pizmeet-Server. Uhrzeit ist unbekannt. Ich habe leider keine Uhr. Ansonsten wird es ein bisschen wieder farbenfroher, glaube ich. Oder geht die Sonne doch auf? Die Sonne ist doch hinten. Da hinten ist doch. Ach. Guten Morgen, Herr Viper. Ja, natürlich geht die Sonne auf. Ist ja Osten. Aber die ganze Zeit hier im Westen. Ach Gott. Ja, ich habe mich schon gewundert. Mensch, es geht aber langsam ein bisschen das Grünliche über. Ich dachte, es wird dann schon dunkel. Ich habe schon gedacht, so regenerierst du langsam deine HP wieder. Aber nein, die Sonne geht ja im Osten auf, Mensch. Komme ich denn auf den Westen? Irgendwie habe ich ganz das Gefühl gehabt, dass hier der Westen ist, aber. Tja. Gut zu wissen, dass um. Wie viel Uhr? 17 Uhr der Pizmeet-Server Tagmodus anhat. Das heißt, nachts über ist bei ihm alles schön hell. So. Was haben wir denn hier? Ein Aktenschrank? Sperrmüll ist wieder unterwegs. Wahrscheinlich wieder. Ach, eine Waschmaschine ist das. Sieht von hinten aus wie ein Arbeitsschrank oder sowas. Na gut. Ach, wäre das schön, jetzt in den Humvee zu fahren. Wobei. Nee, lieber nicht. So, die Holzhütte kann man nicht betreten. Die sollte wieder betretbar sein hier. Und da fällt mir wieder ein, Mensch. Jetzt, wo ich so diese ganzen Hütten wieder sehe. Ich wollte doch einfach mal so ein Tutorial machen, ne? Jetzt, wo es wieder Tag wird. Geht die Sichtbarkeit wieder ganz schön hoch. Wir sneaken einfach mal in die Tür rein. Oh, Leute, guckt mal, was ich gefunden habe. Ein was ganz seltenes Material. Nicht der Stacheldraht, sondern die Hauptrotorteile. Aber für uns nicht von Nötigkeit, denn wir haben erstens keinen Platz im Rucksack. Zweitens schluckt das Ding 6 Plätze. Und drittens, wir haben keinen Hubschrauber. Aber ich kann hier nochmal ein bisschen Eigenwerbung für mich machen. Ich blende hier einfach mal kurz mein Hubschrauber-Tutorial ein, wie man das ganze Ding repariert. Falls jemand von euch Glücklichen da draußen einen Hubschrauber findet, dem sei gesagt, schalte nochmal ein in mein Tutorial. Hilft bestimmt dir etwas weiter, falls du ein paar Probleme hattest vorher. Ist an dieser Stelle verlinkt. Nicht nur im Video, sondern auch in den Kommentaren. Beziehungsweise in der Kommentarbox. Beziehungsweise in der Beschreibung. Nicht in den Kommentaren, da bringt man das Ganze nicht. Die Tür ist offen. Sneaky. Wer ist hier? Wer ist hier noch, mein Junge? Snoopy. Ist er schon tot oder? Ach, der ist tot. Muhahaha! Ich habe einen umgebracht! Tut mir leid, Snoopy, falls du das sehen solltest. Tut mir leid. Ich halte nichts mehr von Teamwork. Seitdem ich hier ständig umgebracht werde von irgendwelchen Mongos. Deswegen kannst du es rumflamen, wie du willst. Natürlich hättest du auch sagen können: Hallo, bist du friendly? Aber irgendwie hat es geleckt. Deswegen. Scheiße, das ganze Zeug mitgenommen. Was hier drin lag. Kann ich das nicht looten? Wo ist der hin? Ah. Guck mal, Snoopy. Siehst du, jetzt bist du gestorben für nichts. Jetzt habe ich nicht mehr dein Loot bekommen hier. Und liegst du hier draußen? Nö. Ja, gut. Dann. Weiter geht's, würde ich sagen. Ist das auch ein Haus, das man drehen kann? Ja, kann man sogar über den Zaun steigen. Tja.
Der erste Spieler ist auf unserem Konto verzeichnet. Wunderbar, würde ich sagen. Deswegen an alle euch, an fleißigen Guckern. Was ist denn jetzt schon wieder? Ist denn hier schon wieder ein Spiel oder was? Oder warum schreien wieder die Krabbelspastis? Ne, man kann doch nicht rein, schade, oder? An alle, die mir gerne zugucken und mal sagen, Mensch, Viper, lass mich doch mal zusammen spielen. Ja, wäre nicht schlecht, aber wie gesagt, ich halte nichts mehr von Teamwork. Seitdem ich nur noch Hacker rumlaufe und Leute rumlaufen, denen man nicht vertrauen kann. Außer natürlich am Grucor, ist natürlich klar, dass man denen noch vertrauen kann. Wo ist denn eigentlich die Eingangstür? Nee. Leg mich jetzt einfach mal hin. Gibt bestimmt, das Haus kann man glaube ich auch noch oben betreten, oder? Nee, kann man nicht. Irgendeins in so einer Stilrichtung kann man auch noch betreten. Mensch, ich muss das Tutorial mal fertig. Ich kann das nicht nur schon seit einem halben Jahr auf meiner Platte rum. Oder fast. Nee, ein halbes Jahr ist das nicht. Aber 2 Monate bestimmt schon 1,5 Monate. Das Haus-Tutorial. Ich muss auch mal das Tutorial fertig machen, wie man den Daisy Lingua installiert. Haben ja schon viele von euch gefragt. Wird demnächst kommen. Aber erst demnächst. Heißt nicht jetzt 1 Monat oder so, sondern ich denke mal in einer Woche oder einer guten Woche kann das kommen. Muss das Ganze nochmal ein bisschen planen, weil das Ganze jetzt, wie gesagt, ein bisschen. Ich muss spielen, der ist ein Panzersperrer, da könnte ein Spieler drin gewesen sein. Na, ist langsam, aber sicher 40er Server hier. Meine Framerate geht langsam zur Neige. Tja, was kann man da nur machen? Ich habe schon einen Spieler hier drin. Ich höre schon wieder klopfen. Wie viel Schuss habe ich denn im Magazin noch? 12 Kugeln. Hier ist frei soweit. Finde ich nochmal ACP-Munition. Nehme ich natürlich mit. Mensch, unser Charakter schnauft zu sehr heute. Das liegt das daran, dass ich einen alten Charakter, also einen alten Skin habe, so einen alten Opa-Skin. Moment mal, ich höre doch ganz halt irgendwelche Schritte. Dafür ist ja so eine Verwendungsmöglichkeit, fällt mir gerade so ein. Free Look mit Alt-Taste gedrückt halten. Das kann man ein bisschen nach hinten abchecken, aber man hat die Waffe immer noch vorne am Anschlag und kann es jederzeit abdrücken. Natürlich ist das Problem, wenn der Typ von hinten kommt. Dann hast du einen Arsch gemacht. Hallo Wespe, was machst du in meinem Zimmer? Mach dich raus. Boah, ich hasse Wespen, ey. Die tun zwar einem nichts, aber trotzdem, ey. Die sind genauso nervig wie Mücken, ey. Ständig müssen sie ins Zimmer fliegen und da finden sie, so dämlich wie die Viecher sind, nicht mal den Ausgang, ey. Fliegen sie rein und dann fliegen sie gegen die Fensterscheibe. Ja, jetzt hockt sie auf meinem Bildschirm. Ja. Toll. Geht euch das auch mal so? Oder ist das bei euch anders in anderen Bundesländern? Ich weiß nicht, wer von euch in Thüringen wohnt, aber bei uns in Thüringen ist es so, die Wespen sind einfach strohdoof, fliegen ins Zimmer rein, klotzen sich ein bisschen um und dann fliegen sie gegen die Fensterscheiben. Ja, und dann hängen sie bis sie sterben drinne fest. Ne? Macht kein gutes Vorbild, würde ich sagen. So, da kann man nicht reingehen. Das ist eine Texturbombe bis zum Getno. Ansonsten können wir eigentlich durch das Dorf durchwandern. Ich glaube, das ist Beresino, oder? Ne, Beresino ist es nicht, oder? Ne, Beresino war, glaube ich, das andere. Theoretisch könnten wir es eigentlich losrennen. Problem ist mit dem Ghillie-Suit jetzt. Ich glaube, wir sind noch gedeckt, so mehr oder weniger. Jetzt gerade um die Tageszeit ist es noch ganz okay. Aber ich muss kurz mal checken, dass das Ganze nicht wieder resettet wird. Ich habe schon eben gehabt, dass das Ganze wieder zurückgestellt wurde, warum auch immer. Das sollte nicht so passieren. So. So, wir sind langsam wieder an der Ostküste.
Einen beliebten Spawnort von kleinen Newbies. Aber falls jetzt praktisch einer spawnen sollte hier, der jetzt keine Waffe hat, sondern eine Taschenlampe, dann würde ich den natürlich auch am Leben lassen. Das ist natürlich selbstverständlich. Der Typ eben hat eine Axt gehabt, das war noch Ausmaß geleckt. Ich wusste nicht, ob er schon mich angreift. Weiß man ja nicht so genau. Aber falls jetzt jemand hier spawnen sollte, der nichts hat, dann sage ich mir so, pfff. Kippe deine Bandage und lass mich in Ruhe. So. Kurz ein bisschen ausweichen, was die Zombies angeht. Das ist auch noch ein Texturhaus. Aber ich freue mich schon richtig derb auf Arma 3, wenn man dann endlich jedes Haus betreten kann. Ah, alles, jeder der Häuser zerstörbar ist. Ach, schön. Zwar nicht jetzt nicht gleich DayZ dabei, aber. Oh, da wurde jemand global gebannt. Tja. Arschkarte, würde ich sagen. Hat jetzt nichts mit DayZ zu tun, was mit den Häusern betreten. Weil DayZ kommt ja für Arma 3 erst ein halbes Jahr später, habe ich euch ja erzählt. War einfach allein, weil man die Engine optimieren möchte und die ganzen Fehler beheben möchte, damit der Dean Hall einen sauberen Start hat für die neue Engine, die so langsam aber sicher portiert wird. Habe ich euch ja schon erzählt. Mehrmals sogar. Ich bin ja so ein bisschen mehr oder weniger mit dem in Kontakt. Nicht nur mit ihm, sondern auch mit Matt Lightfoot, dem Production Assistant, der sich ganz so ein bisschen um Arma 3 kümmert und ein wenig mit Arma. Mit DayZ natürlich, nicht mit Arma. Aber hat auch was mit Arma 3 zu tun. Er leidet das ganze Projekt ein wenig. So, jetzt kann ich aber los hier, komm. Ist ruhig im Kapuff. So, es kommt natürlich die Frage, wo rennen wir lang? Ostküste ist sehr dämlich. Was muss man so mit in die Richtung hier? Hä, was? Achso, ein Zombie. Boah, es geht auch die Frame richtig runter. Ich entschuldige mich für die Gewürzraten. Wow, wow, wow. Junge, Junge. Leck mich am Arsch. Wenigstens ist es bis jetzt nur einer. Die zwei Leute reagieren nicht, hoffe ich noch. Der ist ganz schnell, muss ich sagen. Jetzt muss ich den KI-Fehler machen hier. Durch die Bäume durch. Aha! Verfolgt mich sonst niemand? Nicht wirklich, ne? Wow, jetzt niedriger Framezahl. Boah, es ging aber los hier. Ach, ich muss mir echt mit 9%. Scheiße. Ich habe mal gehört, es soll möglich sein, wenn man es jetzt hinlegt, dass man jetzt unsichtbar ist für die Zombies. Wenn man die Ghillie-Suit anhat, da sind die eigentlich eher strohdämlich, wie man es ja kennt aus Filmen und was weiß ich, aus was für Dinge man die Viecher noch kennen sollte. Deswegen gehen wir uns mal ganz kurz ein bisschen hin. Cheat mal ein bisschen. Ich glaube, wir haben den russischen Ghillie-Suit dann, oder? Der ist mich ein bisschen heller als das andere. Ich glaube, der Amerikaner. Ich glaub, weiß gar nicht. Ich glaube, es gibt einen russischen und einen amerikanischen, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Falls nicht, belehrt mich in den Kommentaren eines Besseren. Ich glaube aber, der amerikanische ist ein bisschen mehr mit Gestrüpp, so in diesem Sinne. Der ist ein bisschen mehr ins Gelbliche, ins Meer, ins Beige, so ein bisschen wie da vorne dieses große, hohe Gras. Der russische mehr ins Grüne. Ich kann mich aber natürlich täuschen, aber ich glaube, das ist der russische. Aber wenn wir jetzt eine DMR finden sollten, ey, boah, Hammer, Alter. Das war richtig geil. Und da vorne sehe ich schon die nächste Scheune, glaube ich. Oder nee, ist ein nächstes Wohnhaus. Und da ist ein Haus. Und eine Baumschule. So, kann man da reingehen? Nee, kann man natürlich nicht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal um die Baumschule rum. Und fangen das Ganze mal im Wald an. Dort ist auch ein guter Punkt, um die heutige Ausgabe, der 18 Uhr Ausgabe, zu beenden. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Und wenn es klappen sollte, dann könnte es sogar vorkommen, dass ich das Ganze jetzt immer in 1080p hochladen kann. Falls es natürlich klappen sollte. Wo ich auch nicht ganz sicher bin. Weil das Problem ist bei mir gerade im Moment, dass die Folgen ziemlich groß werden. Also ich habe jetzt die letzten Folgen, die waren so ungefähr 2 GB groß. Dafür, dass das 720p war, nach 15 Minuten, ist schon eine ganze Menge. Deswegen würde ich gerne mal von euch wissen, Mensch,
braucht ihr unbedingt 1080p für die Aufnahme oder sagt ihr, Mensch, reicht auch 720p, eigentlich reicht das auch von der Qualität her? Weil ich habe so das Gefühl, dass die Qualität so ein bisschen mehr, ja, es ist ein bisschen pixelig, finde ich. Also es ist nicht wirklich scharf, sondern eher so ein bisschen verwaschen. Wobei ich hier gar keine Post-Processing anhabe. Deswegen würde ich gerne mal von euch wissen, reicht 1080p oder wollt ihr lieber 720p beibelassen? Der Vorteil ist natürlich bei 720p, die Folgen sind kleiner. Eventuell, falls ich mal hinkriegen soll, ein bisschen rumzuwerkeln. Ja, muss ich gucken. Also könnt ihr mal ruhig Kommentar schon 1080p oder 720p. Möchte ich gerne mal von euch wissen. Und das war es auch eigentlich von diesem Abschnitt heute. Ich verstecke mich mal jetzt im Baum hier. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, du schaltest wieder morgen ein. Falls morgen Folgen kommen sollten, wie gesagt, ich kann das leider nicht. Gerade im Moment ist das ein bisschen, ja, ein bisschen komisch. Gerade mit Hochladen ist es ein bisschen verbuggt bei YouTube. Und die Folgen werden auch nicht immer angezeigt. Wenn ich sie hochgeladen habe, ist ein bisschen die Abo-Box. Camper, Bug, Kacke, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Jedenfalls, täglich werden wahrscheinlich keine Folgen kommen. Das werde ich wahrscheinlich ab und zu mal nicht schaffen. Deswegen sage ich einfach mal so, wir sehen uns in der nächsten 15 Uhr Ausgabe. Wann die kommen wird, wahrscheinlich, keine Ahnung, nächsten Tag, darüber den Tag, übernächsten Tag, zwei Wochen, keine Ahnung. Lass dich überraschen. So, das war's. Ciao, jo, und bis später.